ließ. Das hat den türkischen Handball sehr beschäftigt, seine früheren Teamkollegen natürlich. Handball ist eine 2090 Zuschauern rein in dieses Spiel. Die Türkei als Außenseiter in Rot und unsere Mannschaft in den weißen Trikots. Und Führungstreffer total bejubelt durch Haciolu. Kierze in Polen. Yildiz, rechter Rückraum. Auf den hat Erik Wuttke, der Co-Trainer der deutschen Mannschaft, in der Vorbereitung explizit nochmal hingewiesen. Mertens und Mizerba auf den Außenpositionen. Witzke Rückraum Mitte. Uschins rechter Rückraum. 40 Jahre nach Deutschland. Beziehungsweise erstmal nach Österreich, nach Wien. 7 Meter und die Chance für die Vergangenheit in Deutschland, spielte bis letztes Jahr beim TV Großwaldstadt. Ist eigentlich ein gut, sie in den Abstand zwingen. Yildiz, Wolf, sich. Achtung. Ja, offensichtlich an. Unglaublich jung die deutsche Mannschaft. Fischer am Kreis. Witzke. Jetzt geht's 7 Meter. Und das war ein Stoßen in der Europameisterschaft 2022 dabei. Zerbe. War ein bei den viel stärker eingeschätzten Österreichern. Die spielen heute gegen die Schweiz. 2-1. Witzke. Renas Uscins und Girgic. Hat gegen die Schweiz. Tragende Kraft war Heimann Latte. Ein unrunder Auftakt gilt für der Türken, 35 Jahre alt, aber natürlich auch sehr erfahren. Gutes Anspiel von Girgic gegen Witzke. Stürmerfoul. Deutschland führt 4-2. Und jetzt kommen diese Balleroberungen dazu. Zerbe 2-5. Jetzt geht's schnell. Nervöser Auftakt und dann einmal richtiert. Und daraus resultierten neben den Paraden von Wolf viele Kontermöglichkeiten. Super Pass von Andreas Wolf. Ein Traum und klasse verwertet. Im Konter, es gibt die Auszeit. Liga gibt es auch Semiprofessionelle, auch Spieler, die einem Halbtagsjob nachgehen. Und daraus entsteht natürlich ein großes Gefälle. Ging's weg. Und Johannes Bitter kam ein Jahr danach nach Stuttgart. Yildiz gegen Witzke. Sagen wir besser, doch vielleicht nur Monaten, einfach deutlich, deutlich besser geworden. Heimann, und das ist sein Wurf, Kopf hoch. Das meine ich, auf den Ball erpicht sein und dann im Konter so souverän wie Lukas Zerbe vom THW Kiel. Mann, ist der schnell, die sich längst gefangen hat. Wolfs Pässe sind eine Wucht, diesmal für Marco Girgic. Den Rechtsaußen als Linkshänder, aber das ist die zweite Welle, das ist das, was man am liebsten haben möchte, wenn du Tore machst, und die sind sehr überzeugend nach vorne gebracht, so wie hier. Ja, haben wir hinterher getrauert, ja, wenn ich ehrlich bin, wobei die technischen Fehler an der Stelle der türkischen Mannschaft sind schon extrem, und da ist allerdings... Witzke. Sehr gut weitergespielt. Das ist klar, aber der letzte Pass von Uscins, genau im richtigen Moment, das ist entscheidend. Baran Nalbantolu in ARD und ZDF, wir übertragen das Eröffnungsspiel dann gegen die Polen. Und jetzt geht es um die EM-Quali 2026. Doro, den Job des Handballtrainers.
Krigic. Oh, das war ein Kopftreffer. Und wenn die schießt, so schießt. Witzke. Und Krigic. Gute Parade. Bundes entwickelt. Egal, ob da Erik Butt beteiligt war. Oh! Oder war schon sehr gut. Lukas Mertens. Sehr schön. Achtung, hier in die Luft. Das ist ein bisschen einordnen. Die deutsche Mannschaft ist ja haushoher Favorit und die Türkei. Fischer raus. Und Wolf, Ball ist nicht drin. Da hat sich Andy Wolf vielleicht ein bisschen wehgetan mit dem Kopf. Da. Interessant das Rennen um die Position 2 zwischen den deutschen Pfosten. Spät und Birle im Moment. Beliver. Ihre Chancen machen sie von außen, erarbeiten sich. Fischer. Der arbeitet lange. War gegen die Österreicher nicht nominiert. Und Serbe übrigens gehört dem türkischen Handballverband. Hier wird auch die Leistungsförderung organisiert. Das war mal ein schöner, sehr schöner Abschluss von Doruk Pe- während die Zeitlupe läuft. Hat schon wieder eingeschlagen. Außen machen sie gut. Und es ist vor allem Menis Harun Hacioglu. Heimann. Ja, zum Kader des Bundesligisten, aber er ist auch E- und C-Jugendtrainer in Hannover. Sehr beliebt, der jetzt am Kreis der Türkei. Geboren übrigens auch in Hannover. 10-14. Krigic. Passt. Döne. Wolf. Dessen Pässe sind einfach genial. Das muss man sagen. Schade, dass da immer dieser kleine Zwischenschnitt kommt. Spieler mit Lukas Mertens. Der holt. Buschitz. Kleinere Schwächephase der deutschen Mannschaft ist beendet, der gerade was nicht so richtig lief. Dönne. Gegen Heimann. 7 Meter. Petriba gegen Andy Wolf. Zusammen 1 in Kielce. Und dann wurde er verliehen zu GWD Witten. Und Trainer. Witzke. Grigic. Ja, Fehlpass. Konterchance. Ah ja! Der Mann aus Hannover wirkt. Andy Wolf auf der Bank. Lichtlein. Es muss ja hier auch nicht 60 Minuten durchspielen. Der passt aber mal richtig. 13-19 aus dem Handball-Handbuch des SC Magdeburg. Es droht ja hier keinerlei Gefahr einer handballerischen Sensation. Uschins, große Männer drin. Mit Heimann, mit Grigic. Ey, den macht er nicht. Die Wand spielt aus der Hand. Nicht richtig im Kopf haben bei 74 Tagen. Ja, aber das lohnt sich. Auch eine große Doku ARD Mediathek über das Segelereignis in diesem Jahr. Mertens macht weiter auf der Linksaußenposition. Ist mal kurz eingerückt. Beim größten Spiel seiner Exke. Unter Druck Heimann trotz des kleinen Stoßes sauber abgeschlossen. Für all diejenigen, die später mit dabei sind,
in der Europameisterschaftsqualifikation für 2026 dieses Turnier. Dann im Januar 26 auch mit dabei. Aber die deutsche Mannschaft hat den Anspruch, das Ding hier auf Platz 1 abzuschneiden. Gegner Schweiz ist schon geschlagen im ersten Spiel. Und Kohlbacher, den zieht er durch. Vergibt er aber. Lehrgang, so heißt das ja dann offiziell, auch Zimmernachbarn bei der türkischen Nationalmannschaft. Witzke. Auf Außen, auf Zerbe. So bin ich fest überzeugt. Aber der Gegner emotional wieder reinkommen ins Spiel. Wenn er sich nicht. So ist er wieder drin. Auch wenn es noch 4 Tore sind, ein langer. Weil es so selten ist, dass Linkshänder Rückraummitte agiert. Lichtner. Schön gesehen. Und guter Abschluss von Mertens. Aber der Pass hier rüber. Burgdorf auf dem Feld stehen. 4 im Trikot der deutschen Nationalmannschaft und er bei der Türkei. 2 Minuten. Wäre lieber. Da haben sie viele dabei. Solche leichten Fehler, die Türken. Und die eröffnen diese Kontermöglichkeiten. Abgeschlossen durch Lukas Mertens. So, gibt jetzt gleich einen Wechsel. Mertens ist raus schon. Während die Türkei verkürzt auf 18:23 und rundet ab. Tor ist leer. 19. Treffer für die Türkei. So richtig kommt die deutsche Mannschaft aktuell nicht weg. Stand 4. Lichtner. Heimann. Wenn er steigt, wenn er diesen Blick nach oben hat, wenn er lang, sind die meisten drin. Lichtner. Ustjic. Heimann. Sehr gut gespielt an den Kreis, aber das muss man dann eben auch sagen, auch nicht gut verteilt. Ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Mannschaft gleich in eine Auszeit geht, denn jetzt ist die Türkei dran auf 3. Krigic. Und klar, Publikum ist da. 7 Meter und 2 Minuten Zeitstrafe. Der bleibt gut. Ich habe parallel bei mir. Und es wird auch gleich einen Torhüterwechsel geben. Bierlehm wird kommen. Und auch mit Kohlbacher jetzt an der Seite einfach 3 Spieler nebeneinander, die so in der Formation noch wirklich fast nie zusammengespielt haben. Und jetzt in so einer hitzigen Atmosphäre dem Bundestrainer beweisen müssen, dass sie hier zurechtstehen. Bleiben muss im Prinzip. Bei einem klareren Zwischenstand wäre das vielleicht schon verändert worden. Lils Lichtlein. Es steht wieder plus 4 für die deutsche Mannschaft. Einfach abgeholt, Birlin auf die rechte Rückraumposition, Lichtlein. Das war mal fein gemacht durch den langen Laufweg von Damke und dann abgelegt auf Just. Arm ist oben, passives Vorwärtszeichen, das Zeitspiel droht für die Türkei. Und deshalb ist auch dieser Fischer. Mehmet Emre gegen Lukas Zerb. Und den hat er. Erster Fehlwurf von Zerbe. Kann passieren. Aber das zündet die Leute hier in der Halle natürlich an. Doruk Beliban vom HC Elbflorenz sehen will, muss die zweite Bundesliga besuchen. Die zeigt auch und hat auch attraktiven Handball im Angebot. Marco Grigic. Sehr achtbares Ergebnis. Sie sind der Außenseiter in dieser Gruppe
gemeinsam mit Deutschland, Schweiz und Österreich und bleiben in Reichweite. Fischer in Reichweite. Fischer direkt rein. Vier Pässe. Eieieiei. Flutscht er durch. Um hier noch mehr Stimmung zu entfachen in Ankara. Abgeräumt für Damke. Özbuzun. Technischer Fehler. Hoch im Kurs zu stehen. Aber wer weiß, wie begehrt noch die türkischen Autogramme werden. Spielerberater hat sich nicht erfüllt. Marco Girgic. Es steht wieder. Und dazu sind ja ein paar Verletzte zu Hause. Erdogan. Mutig gespielt. Und für die deutsche Mannschaft. Sieben Meter. Und zwei Minuten Zeit. Der hat ihn gehalten. Und so wird's gemacht. Weiterer Wechsel deutet sich an. Max Benecke hinter der Bank der deutschen Mannschaft. Können wir gerade nicht sehen, aber ich sag's Ihnen gerne. Hat ein paar Liegestützen noch gemacht und wird gleich kommen. Grigic hat einen guten Weg zwischen Außen- und Halbgegenspieler. Bei den Füchsen hat er einfach zu wenig Einsatzzeit. Parade Birle gelaufen und die Türken sind komplett. Ah, reicht noch. Reicht gerade noch, um die Überzahl auszunutzen. Renas klatscht auf der Bank schon ab. Babacan. Wirkt einer wie Damke, fast schon wie einer aus der Altherrenmannschaft. Benecke. Ist erst sein zweites Länderspiel. Benecke. Das tut gut. Zweites Länderspiel, zweites der Zuschauer mal zu einem Qualifikator.